heute heißt es wieder einmal Filme, die ich nachgeholt habe. Und von Trash über Enttäuschung bis hin zu Begeisterung und gerunzelter Stirn und roten Ohren ist alles dabei. Hier ist Movie Seeker. Willkommen, liebe Zuschauer und Freunde meines Kanals. Hier bin ich wieder mit einem neuen Video und das beschäftigt sich heute mit Filmen, die ich in der letzten Zeit nachgeholt habe. Und es sind tatsächlich so viele Filme diesmal, dass ich die gar nicht alle in ein Video kriege. Also wird es demnächst mal ein Follow-up geben. Und bevor ich heute anfange, habe ich da gleich eine Frage an euch. Und zwar die ganzen Filme, die ich jetzt nicht in dieses Video kriege, weil sonst zu lang ist, die ich aber auch nachgeholt habe und die ich auch gerne rezensieren würde. Wäre es euch eigentlich lieber, wenn ich das in einem Film, den ich nachgeholt habe, Video demnächst dann auch nochmal mache, also so ein Video wie dieses hier, oder wollt ihr mal wieder einen Solo-Livestream, in dem ich dann meine Sichtungen mit euch live besprechen würde? Es würde mich sehr interessieren, welches der beiden Formate ihr für die anderen Filme, die ich noch so zu besprechen habe, favorisiert. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, was euch da mehr Freude machen würde. Ich bin grundsätzlich bereit zu beiden. Ich hätte zu beiden Lust. Also lasst es mich wissen. Aber jetzt beginnen wir mit den Sichtungen. Und wir beginnen, das sind die Sichtungen, die während meiner Pause im August, aber auch teilweise schon im Juli stattfanden, also auch schon vor Beginn der Pause. Und ich habe tatsächlich noch einige weitere Filme, die dann im weiteren Verlauf des Augusts und Anfang September von mir gesichtet wurden. Die wären dann, wie gesagt, für das nächste Video oder für den nächsten Livestream ein Thema. Jetzt komme ich also mit einer der Sichtungen, die noch so in den Sommerferien, so Ende Juli stattfanden. Und ja, da haben wir dann auch gleich Trash-Alarm. Es geht nämlich um Darkman 2, The Return of Durant. Ja, den habe ich mir jetzt endlich mal zu Gemüte geführt. Darkman 2 und 3 hatte ich ja vor einer Weile tatsächlich im Mediamarkt abgegriffen und für einen kleinen Taler bekommen. Und da ich nur den ersten Darkman-Film, den ich hier im Blu-ray Steelbook habe, von Turbine kenne und die beiden anderen noch nicht kannte, habe ich mir gedacht, jetzt ist mal die Chance, die in die Sammlung zu stellen. Und dann standen sie dann eine ganze Weile und habe ich mir jetzt vor einer Weile gedacht, jetzt holst du Darkman 2 mal nach und schaust mal, ja, was man da so zu erwarten hat. Und ja gut, vielleicht hätte ich es mir denken können, schon aufgrund des Covers und aufgrund des Untertitels. Es geht natürlich um die Rückkehr des Bösewichts Durant, dargestellt von Larry Drake, der ja nun auch schon in Teil 1 von Darkman dabei war. Liam Neeson ist natürlich raus aus der Nummer im zweiten Teil. Gespielt wird der titelgebende Darkman jetzt von Arnold Vosloo, der ja auch die Mumie seinerzeit verkörpert hat, mit Brendan Fraser zusammen. Also eigentlich ein Schauspieler, den ich gar nicht mal so unsympathisch finde. Und ich finde, der macht ja auch einen relativ guten Job mit dem, was ihm gegeben wird. Und schon sind wir bei den Problemen. Denn aus meiner persönlichen Sicht, und ich hoffe, ich vergrätze jetzt keine beinharten Darkman 2-Fans, ist Darkman 2 ein ziemliches Trash-Spektakel, das tonal wild changiert, das ist auch dem etwas klumpigen Drehbuch geschuldet, zwischen cartoonartigen, komödiantischen Action-Szenen, düsterer, brutaler Tonalität, die sich dann immer mal wieder reinschleicht. Und Darkman selbst, der changiert zwischen atavistischem Gutmenschen, der den Schwachen und Freundlichen hilft, und der dann aber auch mal irre lachend brutal den Niedergang seiner Feinde plant. Also so ganz, ja, so ganz tonal passt das wohl vom Film nicht. Und auch der Hauptcharakter ist für mich schwer fassbar, im Gegensatz zum ersten Film, wo Liam Neeson ja zwischen so einer Mischung mit so einer Mischung aus Batman, Phantom der Oper und Dr. Jekyll und Mr. Hyde dargestellt hat. Arnold Vosloo tut sein Möglichstes mit dem relativ miesen Drehbuch, was ihm hier geliefert wird. Das muss man ihm lassen. Er tut sein Möglichstes und er ist auch eine sympathische Präsenz. Aber diese Changierung der Hauptfigur zwischen
irrmanischen Typen, der brutal seine Feinde umbringt, und atavistischen Gutmenschen, der eigentlich nur kuscheln will. Ja, das ist ein bisschen viel des Guten und das hat mich immer mal wieder aus der Immersion gerissen. Ich muss aber sagen, Larry Drake als Durant, der hat richtig Spaß. Der dreht so richtig auf und der macht so richtig. Macht sich so richtig ein Fest davon, dass er diesen Bösewicht-Charakter jetzt nochmal spielen kann, der halt tot geglaubt dann doch noch zurückkehrt und sich natürlich, wie sollte es anders sein, an Darkman rächen möchte. Ja, also ihr merkt schon, das Ganze ist eine ziemlich trashige Angelegenheit, da muss man gar nicht mehr weiter Worte drüber verlieren. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt insgesamt mit dem zweiten Darkman tatsächlich relativ meinen Spaß hatte, erstaunlicherweise. Also ich fühlte mich gut unterhalten, wenn auch nicht gerade intellektuell stimuliert, aber es muss ja nun auch nicht jede Filmsichtung einen intellektuell stimulieren und einem neue mentale Möglichkeiten eröffnen. Ich persönlich sehe das so. Darkman 2 ist ein schöner Unterhaltungs-Action-Film mit ein paar Horror, ein paar versprengten Splatter-Elementen, der durchaus Spaß machen kann, wenn man sein Hirn abschaltet und halt nicht so wahnsinnig viel erwartet. Das habe ich nicht und gemessen daran hat es eigentlich Spaß gemacht, den jetzt nochmal nachzuholen. Aber wie gesagt, es fällt schon ordentlich ab qualitativ im Gegensatz zum ersten Film. Ist aber an dieser Stelle okay, mehr hatte ich nicht erwartet. Und beim dritten Film habe ich irgendwie das Gefühl, muss ich meine Erwartungen noch weiter runterschrauben. Darkman 3, das Experiment habe ich tatsächlich noch nicht gesichtet, das werde ich demnächst nachholen. Ich bin gespannt, auf was ich mich da einlasse. So, liebe Freunde der gepflegten Review-Unterhaltung. Wir machen weiter mit einer weiteren Sichtung, die auch noch in den Sommerferien stattfand. Wir befinden also zeitlich uns noch im Juli dieses Jahres. Ihr merkt, ich habe eine ganze Weile keinen Film, den ich nachgeholt habe, Video mehr gemacht, was natürlich auch daran liegt, dass zwischendurch die Sommerferien dabei waren und das letzte Video, was ich gemacht habe, mit meiner Frau ja zusammen war, mit Mrs. Movie Seeker, wo wir nur unsere gemeinsame Sichtung verhandelt haben, was ich also allein nochmal geguckt habe. Richtig mit ordentlich aufgedrehtem Soundsystem und so richtig mit Gusto. Ich hatte richtig Spaß daran, war eine Auffrischungssichtung, Blade Runner 2049, 2049, wie ihr wollt, mit Ryan Gosling und natürlich auch so prominent Harrison Ford. Und dieser Film, Blade Runner 2049, ist natürlich ein Film, den ich schon mal gesichtet hatte, aber auf Blu-ray. Und das ist auch schon eine ganze Weile her. Die UHD hatte ich noch nicht gesehen. Ich sage auch gleich noch mal ein kurzes Wort zum 4K-Transfer, aber erstmal zum Inhalt. Ich finde, dass Blade Runner 2049 immer noch großartig abliefert. Denis Villeneuve hat da einen tollen Film inszeniert. Und ja, ich meine, er macht jetzt Dune und Dune 2 und vielleicht ja auch demnächst Dune 3 und all diese Dinge. Ich finde aber, dass Denis Villeneuve schon bei der Blade Runner-Fortsetzung gezeigt hat, was in ihm steckt. Und ich finde, es ist nach wie vor ein großartiger Film, der an genau den richtigen Stellen nachdenklich ist, an genau den richtigen Stellen düster, dystopisch ist, an genau den richtigen Stellen seine großartig aufgelegten Schauspieler zu Höhen führt, die die Story unterstützen. Und ja, auch der alte Harrison Ford kann mehr als nur einen, tja, mittelmäßigen Indiana Jones maximal spielen unter Disneys Ägide, wenn ein gutes Drehbuch kommt und er wirklich Lust hat zu der Rolle. Und das merkte man, dass er das hatte in Blade Runner 2049. Da, muss ich sagen, liefert auch Harrison Ford wieder eine tolle Leistung ab als Rick Deckard. Es wird ein eleganter Bogen zum Vorgängerfilm geschlagen. Und im neuen Film tatsächlich auch der Replikantenthematik und der Thematik, was ist eigentlich, wenn sie ein menschliches Bewusstsein für sich in Anspruch nehmen und wo beginnt eigentlich die Maschine, wo endet die Menschlichkeit, beziehungsweise umgekehrt. Dieser Thematik, die ja auch der erste Blade Runner unter Ridley Scotts Regie schon so eindrucksvoll verhandelt hat, gewinnt tatsächlich Blade Runner 2049 unter Denis Villeneuve neue Facetten ab. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ein Wort zum 4K-Transfer. Der 4K-Transfer ist wirklich großartig gelungen. Das ist eine wunderschön aussehende UHD-Blu-ray. Das Ganze ist von der Schärfe und vom HDR einfach nur eine Augenweide auf meinem OLED gewesen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mir den Film jetzt in dieser schönen Version angucken konnte. Das ganze schön ausgestattete und wundervoll designte ja, Near-Future-Szenario hat von der höheren Auflösung und dem erweiterten Farbraum wahnsinnig profitiert. Ein Wort möchte ich auch noch über den Sound verlieren. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Format der vorliegt. Also ich habe eine 5.1-Anlage, der ist hier, glaube ich, sogar auf Atmos drauf. Ist mir aber auch egal. Auf meiner kleinen 5.1-Anlage hat das schon ordentlich gerumst.
Und es hat richtig Spaß gemacht, weil die entsprechend etwas turbulenteren Szenen so richtig das Heimkino zum Beben gebracht haben und die ruhigeren Szenen unglaublich viel Immersion, kleine Nebengeräusche hatten, die einen in eine immersive Klangblase hüllte, die sich auch wirklich gelohnt hat. Der Grund, warum ich es so hervorhebe, ist, dass abgesehen davon, dass Blade Runner 2049 inhaltlich immer noch ein toller Film ist, sich diese spezielle UHD auch technisch richtig, richtig in meinem Heimkino gelohnt hat. Und es war ja für mich eine Auffrischungssichtung inhaltlich, aber eine Erstsichtung, was das 4K-Format anging. Und ich muss wirklich sagen, das hat sich richtig gelohnt, das hat richtig Spaß gemacht. Und der Film hat natürlich auch nicht verloren, der ist immer noch großartig. Ja, Blade Runner 2049, ihr seht, das ist eine coole Sache gewesen. Und jetzt komme ich zum Horrorgenre tatsächlich mal wieder. Ja, ich habe mir nämlich vor kurzem drei Filme angesehen, die ich schon eine ganze Weile in meinem Horrorregal stehen hatte und die ich so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Es geht um die Scream-Serie. Ich habe mir vor längerer Zeit die ersten drei Scream-Filme in einer britischen Blu-ray-Box günstig importieren können und die kenne ich ja, die ersten drei Scream-Filme, aber 4, 5 und 6 habe ich noch nicht gesehen. Und dann habe ich mir auch nochmal von Teil 4 die britische Blu-ray an den Land gezogen. Und von Teil 5, der aus irgendeinem Grund nur noch Scream heißt, hier nochmal die ganz normale deutsche Blu-ray und die deutsche Blu-ray tatsächlich auch von Scream 6. Und so habe ich die drei Scream-Filme, die ich noch nicht kannte, also 4, 5 und 6, tatsächlich jetzt unlängst endlich einmal nachgeholt. Und ich beginne, ich mache jetzt so ein bisschen schnell durchlaufen, denn ich möchte euch inhaltlich nicht spoilern, gerade bei den Scream-Filmen ist das ziemlich tödlich. Und deswegen möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen, was ich von den Filmen jeweils so hielt, ohne den Inhalt hier so breit zu treten. Wenn ihr Filme kennt, wisst ihr ohnehin, was ich meine. Und wenn nicht, sollte ich nicht derjenige sein, der euch den Inhalt erzählt, nur solltet ihr euch das lieber selbst ansehen. Also begonnen habe ich mit dem ersten Film nach Scream 3, den ich halt nicht mehr kannte, nämlich Scream 4. Hier, wie gesagt, in der britischen Blu-ray-Fassung. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ja der letzte Scream-Film, bei dem Wes Craven noch Regie geführt hat. Und Scream 4... Nachdem ich die ersten beiden Scream-Filme richtig klasse fand und den dritten, der war noch okay, aber der war für mich nicht mehr ganz so stark, hat der vierte mich nochmal wieder richtig von den Füßen geblasen. Nicht nur, dass die ganzen Schauspieler, die ganzen ursprünglichen Darsteller wieder dabei waren, sondern Wes Cravens Regie und das Drehbuch mit seinen ganzen Twists and Turns und den guten Schauspielleistungen und der wirklich zum Schneiden dicken Atmosphäre und der perfekten Balance von Horror und Comedy, also von Comedy-Elementen, sollte ich vielleicht lieber sagen, hat mich nochmal richtig abgeholt. Scream 4 fand ich richtig, richtig klasse. Und das war ein würdiger letzter Film für Wes Craven, der ja leider auch vor einer Weile schon verstorben ist, wie man leider sagen muss. Und insofern war Scream 4 nochmal ein richtig würdiger Abgang, was diese Serie angeht. Und ich hätte danach eigentlich aufhören können. Ich war eigentlich wirklich sehr zufrieden. Aber ich hatte ja nur noch zwei weitere im Regal, die ich noch nicht geguckt hatte. Und dann habe ich mir tatsächlich als nächstes einen Abend später Scream 5 gegriffen. Der jetzt aus irgendeinem Grund nur noch Scream heißt. Hatten sie so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Das ist auf jeden Fall der erste Film, der jetzt ohne Wes Craven entstanden ist. Und der von zwei ruhigeren Regisseuren inszeniert wurde, die wirklich sichtlich, wenn man den Film guckt, versuchen, ihrem großen Vorbild, nämlich Wes Craven, Respekt zu zollen und es in der Art zu inszenieren, wie er das halt auch gemacht hätte. Und das ist sozusagen Segen und Fluch von Scream 5 oder einfach nur Scream in diesem Fall. Ich sag mal weiterhin Scream 5, ihr wisst ja, was ich meine. Denn der war durchaus unterhaltsam. Auch schön, dass die alten Darsteller wieder Auftritte hatten. Und der Film versucht natürlich jetzt nichts Neues. Das kann man jetzt so nicht sagen. Es gibt Twists und Turns und die sind auch mehr oder minder überraschend. Und das Ganze ist halt so der Stil, den Wes Craven auch gefahren hätte. Und was ich den beiden Regisseuren wirklich attestieren muss, ist, dass sie wirklich super drauf haben, den Stil von Wes Craven quasi zu imitieren. Sie machen natürlich nichts Eigenes, sie versuchen auch nichts Neues mit der Serie, sie liefern einen weiteren Wes Craven-Scream-Film ohne Wes Craven ab. Das muss man so einfach mal stehen lassen. Das macht den Film sehr unterhaltsam, wenn auch nicht in irgendeiner Form innovativ oder interessant. Und ich muss auch sagen, mir fehlte da so das, was wir bei Wes Craven so schätzen gelernt haben, ist, wie er seine Filme halt strukturiert, dass Wes Craven halt ein Meister darin war, quasi das überflüssige Fett aus den Filmen zu schneiden. Da ist wirklich keine überflüssige Szene in so einem Wes Craven-Scream-Film,
wie ich mich dann jetzt auch nochmal unlängst überzeugen konnte, das ist wirklich super gepaced. Es gibt keine Sekunde, keine Zehntelsekunde Langeweile. Man ist immer dran. Es gibt nichts irgendwo, was den Plot nicht weiterbringt. Es ist großartig. Und genau das haben sie natürlich jetzt beim fünften Scream-Film auch versucht. Ich finde, die haben das auch gar nicht so schlecht gemacht, aber man merkt natürlich schon, dass es nicht mehr so bang strukturiert und nicht mehr so dynamisch ist, wie es bei Wes Craven war. Aber das ist schon... Also ich muss sagen, Scream 5 hat mir trotzdem Freude gemacht. Hätte man mir im Vorfeld nicht gesagt, dass es Wes Craven nicht mehr gewesen wäre, der hier Regie geführt hat, wäre es mir vielleicht gar nicht so klar und hätte gedacht, okay, gut, vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. Also der Film ist nicht auf dem Inszenierungslevel, den Wes Craven selbst tatsächlich gefahren hat. Aber das ist nach wie vor ein sehr unterhaltsamer Scream-Film, der alle Tugenden der Serie auch weiterführt. Es gibt ein, zwei Charaktermomente und auch Charaktertode, die ich natürlich jetzt nicht spoilern will, wo ich dachte so, hui, das ist für Fans aber schon jetzt relativ heftig. Ich möchte da nicht weiter spoilern, das wäre unfair. Aber wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, auf welchen Charaktertod ich anspiele. Und ja, da hatte ich schon ein bisschen, vielleicht nicht eine Träne im Knopfloch, aber ein bisschen traurig war ich schon. Trotzdem muss ich sagen, ist das im Großen und Ganzen ein unterhaltsamer Film gewesen. Und ich hatte meinen Spaß damit. Auch wenn er natürlich nicht mehr auf demselben Level sich befand, habe ich absolut nicht bereut, den jetzt nachgeholt zu haben. So, das war Scream 5. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Nummer 6. Auch hier in der deutschen 18er Keepcase-Variante einfach vorhanden. Den habe ich tatsächlich auch noch nachgeholt. Was ich nicht erwähnt habe in Scream 5, ist die Präsenz von Jenna Ortega, die jetzt natürlich inzwischen in allem ist, dessen der Namen man kennt. Nicht nur wegen Beetlejuice, sondern auch, weil sie in gefühlt jeder anderen Sache irgendwie zumindest irgendwo am Start ist, die sich so ein bisschen mit dem Fantastischen, mit dem Horror, mit dem Mystery-Genre beschäftigt. Wie auch immer, Jenna Ortega war natürlich zum Zeitpunkt von Scream 5 noch weniger bekannt, aber sie hat mir in Scream 5 in ihrer verletzlichen Rolle gut gefallen. Und Jenna Ortegas Charakter, der natürlich schon irgendwo eine der Hauptrollen in Scream 5 innehatte, kommt jetzt in Teil 6, Scream 6, tatsächlich zurück. Und zwar wirklich als Major Player, also wirklich als Hauptrolle. Und sie ist auch nicht mehr das kleine verletzliche Hascherl. Sie ist jetzt ein bisschen mehr Badass und sie hat jetzt ein bisschen mehr proaktive Dinge zu tun, was grundsätzlich okay ist, natürlich. Und Jenna Ortega trägt das auch, weil sie ja nicht nur ein It-Girl ist, sondern glücklicherweise auch eine ziemlich gute Schauspielerin. Deswegen trägt sie das, deswegen funktioniert das. Aber ich muss wirklich sagen, Scream 6 insgesamt ist von den drei Scream-Filmen, die ich jetzt in den Sommerferien an drei Abenden jeweils nachgeholt habe, der schwächste gewesen. Scream 6 ist für mich tatsächlich ein ganzes Stück abgefallen, auch nach Scream 5, wo ich ja schon gesagt habe, dass der schon etwas abfiel gegenüber der Wes Craven-Offerte von Teil 4, muss ich wirklich sagen, dass Teil 6 für mich nach Teil 5 nochmal ein ganzes Stück abfiel. Das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass viele der Hauptakteure nicht mehr dabei sind. Und andererseits hat es natürlich auch damit zu tun, dass, obwohl es glaube ich wieder dieselben Regisseure sind wie bei Teil 5, die Inszenierung ein bisschen, ja, die Leinen mehr locker lässt als im letzten Film, wo es, glaube ich, mehr darum ging, Wes Cravens Stil zu beerben und jetzt geht es mehr darum, mit dem Franchise was Neues zu machen und das ist für mich, obwohl ich mir was Neues gewünscht habe, gerade bei meiner Rezension zu Scream 5, nicht wirklich gelungen, denn die Tatsache, dass sie das nach New York verpflanzen, ist für mich... gut, wenn sie jetzt innerhalb von New York damit was Neues gemacht hätten. Aber es ist eigentlich dieselbe Plotstruktur, die man von einem Scream-Film grundsätzlich erwartet. Und da hat man dann die entsprechenden Twists und Turns. Man hat die dramatischen Probleme, die interpersonellen Probleme der verschiedenen Darsteller. Alles geschenkt, alles okay. Aber dafür hätte es das New York-Setting nicht gebraucht. Ich habe das Gefühl, das New York-Setting wurde nur so ein bisschen von oben aufgepfropft in Teil 6, um Material für die Promos zu haben und irgendwas Neues präsentieren zu können in den Trailern. Das New York Setting hat für mich keine narrative Berechnung innerhalb der Geschichte gehabt. Das hätte genauso gut wieder in Woodsboro spielen können. Und damit bin ich auch bei meiner größten Kritik an Scream 6. Sie nehmen für sich in Anspruch, etwas anders zu machen, aber im Endeffekt fühlt es sich nicht wirklich anders an. Und an einigen Stellen merkt man halt, die Inszenierung ist weniger straff. Das Finale
ist für mich persönlich zu Fanservice-mäßig aufgestellt gewesen. Ich will da auch nicht spoilern jetzt, aber wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Das Finale ist für mich persönlich zu Fanservice-mäßig aufgestellt und wirkt ein bisschen zu künstlich konstruiert, um für mich uneingeschränkt zu funktionieren. Hatte ich Spaß mit Scream 6? 100 pro. Also das ist ein unterhaltsamer Film, den kann man gut am einem gemütlichen Abend weggucken, also da will ich jetzt gar nicht meckern. Das ist immer noch Meckern auf verhältnismäßig hohem Niveau, da haben andere Horrorfilm-Fortsetzungen schon wesentlich stärker den Ball fallen lassen. Aber was Scream 6 angeht, ist das trotzdem der schwächste dieser drei Sichtungen, die ich jetzt vor einer Weile unternommen habe, Scream 4, 5 und 6. Da muss ich wirklich sagen, dass auch im Gegensatz zu Teil 5, wo ich ja auch ein bisschen gekrittelt habe, aber nicht allzu stark, Teil 6 für mich dann doch schon deutlicher abfiel. Und obwohl Jenna Ortega eine willkommene und gut spielende Präsenz ist, schafft sie es auch nicht immer Alleingang, den Mangel an Innovation und narrativen Fokus und das Fehlen einer straffen Inszenierung zu kaschieren. Insofern muss ich sagen, dass Scream 6 mir insgesamt, auch wenn er von der Brutalität her vielleicht ein Tickchen härter sogar war als Teil 5, mich nicht so final gut unterhalten konnte, obwohl ich insgesamt ja noch ganz positiv da rausgegangen bin. Das hätte auch wesentlich schlimmer kommen können. Wenn da jetzt demnächst tatsächlich mal ein siebter Teil kommt, müssen sie aber wirklich mal überlegen, wie sie das jetzt angehen. Denn wir haben jetzt sowohl das, wir machen das, was wir immer gemacht haben, so wie wir Scream das gemacht haben, als auch wir versuchen mal was Neues, haben sie beide gemacht. Das hat beides nur eingeschränkt funktioniert aus meiner Sicht. Und jetzt frage ich mich, wo sie mit einem eventuellen Teil 7, wenn denn nochmal einer kommt, hingehen. Wir werden sehen, ich werde es abwarten. Da ich die Scream-Reihe tatsächlich aber ganz gerne mag, werde ich mich da optimistisch mal in Geduld fassen und mal schauen, wo es da mit der Reise demnächst hingeht, wenn da nochmal was kommt. So, das ist zu Scream. Da möchte ich mich jetzt auch gar nicht weiter aufhalten. Ich glaube, das Wichtigste habe ich euch erzählt. Ich mache jetzt direkt weiter im Stephen King-Lager, denn mein Stephen King-Regal hat vor kurzem, vor einigen Monaten zu was bekommen mit dem Cujo Mediabook. Das habe ich in den Pickups vorgestellt, deswegen werde ich das Mediabook jetzt nicht mit euch durchblättern, sondern über die Verfilmung Cujo reden. Denn ich habe sichergestellt, als damals der gute Marc von Marks Filmstube mir Film und Buch empfohlen hatte, bevor ich den Film sehe, erst einmal das Buch zu lesen, nämlich eines der wenigen Stephen King Bücher, das ich tatsächlich noch nicht gelesen hatte. Ich habe Cujo gelesen, das Buch gefiel mir. Man merkt natürlich, dass es so ein bisschen aus seinen Richard-Bachmann-Tagen stammt, also ein bisschen diesen dunklen Zynismus und am Ende so auch diese bisschen düstere Endphase, sage ich mal, hat. Das heißt, es gibt tatsächlich im Cujo-Buch, und ich habe überlegt, ob ich euch das spoilern soll, finde es aber irgendwie nicht gut, das zu spoilern. Also sage ich nur, dass am Schluss des Cujo-Buchs ein Charakter stirbt, was man nicht so hat kommen sehen, und das auch ein ziemlicher Schlag in die Magengrube ist, mehr sage ich dazu nicht. Der Grund, warum ich darauf jetzt gesondert hinweise, ist, dass dieser Charakter im Film überlebt. Und da haben wir schon einen Unterschied zwischen der Buchverfilmung Cujo und der Romanvorlage von Stephen King. Ich mochte das Buch, ich war nicht begeistert, aber ich fand es okay. Und das gilt im Grunde auch für den Film. Ich finde grundsätzlich, dass Cujo von der Art, wie es konstruiert ist, eine der solideren Stephen King-Verfilmungen ist. Das bedeutet, Cujo ist für mich persönlich, es gibt ja ziemlich wie miese Stephen King-Verfilmungen da draußen. Cujo ist definitiv eine der solideren, obwohl er natürlich, und das sollte nicht weiter wundern, denn das machen viele Buchverfilmungen, sehr viele Dinge aus dem Roman weglässt, die man beim Lesen viel Spaß gemacht haben, aber das geht manchmal halt nicht anders. Grundsätzlich behält er den Plot bei, und was man Cujo in diesem Fall vielleicht attestieren muss positiv, ist, dass Cujo es tatsächlich schafft, sich auf die wesentlichen Elemente des Buches zu konzentrieren, ohne die Seele des Buches, die Atmosphäre des Buches und den Ton des Buches zu opfern. Also obwohl viel weggelassen wird, konzentriert man sich, finde ich, auf die Elemente des Buches, die wirklich auch wichtig sind, damit der Ton, die Atmosphäre und der Plot richtig rüberkommen. Und das, muss ich sagen, hat der Film gut gemacht. Der ist straff, der ist gar nicht mal so lang. Das ist eine kurze, fokussierte Angelegenheit, die natürlich getragen wird von einer sehr schönen Performance von Dee Wallace. Damals noch Dee Wallace Stone, weiß ich gar nicht genau. Also die Mutter von E.T., die hier halt auch die weibliche Hauptrolle spielt. Auch ihr Sohn, der Kinderdarsteller, macht das gut, und auch die anderen Beteiligten im Film liefern, würde ich mal sagen, relativ solide bis tatsächlich gute Leistungen ab. Also da kann man jetzt nicht großartig meckern. Für frühe 80er geht das 100% in Ordnung. Und wie gesagt, ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr ausuferndes Narrativ gewünscht. Ich hätte mir mehr Elemente aus dem Buch im Film gewünscht. Aber der Film ist relativ kurz, narrativ fokussiert.
transportiert Atmosphäre und Ton, und für das, was er ist, finde ich, macht er das auch gut. Er ist genau das, was er sein will. Er konzentriert sich genau auf die Dinge, die er auch darstellen will, und die Dinge, die er darstellt, finde ich, macht er auch gut. Denn was die Leute mit dem Hund, der teilweise mit einem trainierten Tier umgesetzt wurde, teilweise aber sogar mit Puppenspiel umgesetzt wurde, in einigen Schlüsselszenen, sage ich mal, das ist wirklich gut gelungen. Das sieht auch jetzt noch, nach all den Dekaden, die der Film jetzt schon auf dem Buckel hat, immer noch überzeugend und gut aus. Das muss ich sagen, hat mich auch noch dem Film positiv gegenüberstehen lassen. Unterm Strich ist Cujo für mich deswegen eine wirklich gelungene Stephen King-Roman-Verfilmung, die natürlich das alte King-Problem hat, dass halt viel wegfallen muss, was ich als Buchleser natürlich immer ein bisschen schade finde, aber ich finde, für das, was der Film sein will, konzentriert er sich genau auf die richtigen Dinge und macht das in dem Bereich auch gut. Insofern kann man Cujo als Buch und Film, als Buchverfilmung tatsächlich empfehlen, vor allem, wenn man bedenkt, was da sonst so an Stephen King-Verfilmung draußen rum meandert. Ja, also Cujo insgesamt, die Sichtung hat mir Freude gemacht. Ich bin froh, dass ich diese Mediabook-Fassung mir an Land gezogen habe. Ich war mir im Vorfeld nicht ganz sicher, was ich von dem Film halten würde, aus dem Gegensatz zum Buch. Ich muss sagen, ich bin trotz meiner kleinen Kritteleien hier und da doch positiv aus dem Film rausgegangen. Also Cujo, wenn ihr noch nicht kennt, lest ruhig erstmal das Buch, damit ihr so ein bisschen die Unterfütterung, den Hintergrund habt, und guckt euch dann den Film an. Aber der Film an sich lohnt sich tatsächlich auch, und ich freue mich, dies an dieser Stelle huldvoll vermelden zu dürfen. So, wir machen weiter. Wir bleiben so ein bisschen im Horrorgenre, befinden uns aber jetzt nicht im lupenreinen Horror, sondern im Horror-Komödien-Genre. Und ich möchte als nächstes auch über eine Sichtung sprechen, die ich noch in den Sommerferien gemacht habe. Ja, ich weiß, viele Sichtungen, die ich im letzten Pickup angekündigt habe, sind hier noch nicht drin. Die kommen dann später, sei es im Stream oder im Video. Lasst mich mal wissen, ob ihr lieber für die anderen Sichtungen, die ich noch so besprechen möchte, lieber einen Solo-Livestream hättet oder ein Video. Was ich jetzt besprechen möchte, ist Lisa Frankenstein. Die Tochter von Robin Williams, Zelda Williams, hat diesen Film inszeniert als ihr Regiedebüt. Und ich habe mich im Vorfeld richtig, richtig gefreut auf den Film. Denn der Trailer sah super aus. Dieser 80s-Vibe, dieses Gothic-mäßige, die komödiantischen Elemente mit dem untoten Mann aus vergangenen Zeiten. Das gefiel mir richtig gut. Und das Mädchen, das halt mit diesem Untoten umgehen muss, das auch so ein bisschen ein Coming-of-Age-Element ja in diesem Film hat. Denn sie fängt so ein bisschen als Mauerblümchen, als graues Mäuschen an, wird durch ihren Kontakt mit dem Untoten aber auch selbstsicherer und kommt aus sich heraus, findet ihre eigene Identität, sowohl in ihrem Alltag als auch in ihrer Schule. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant, finde ich, wie das konstruiert ist. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, nachdem ich Lisa Frankenstein jetzt gesehen habe, ob der Film da vielleicht doch ein bisschen zu viel gewollt hat. Denn ich bin ganz leicht enttäuscht gewesen von der Sichtung. Ist vielleicht unfair, weil das jetzt wirklich ein Regiedebüt war. Und ich wünsche Zelda Williams da wirklich alles Gute, aber der Film hat auf manchen Ebenen für mich funktioniert, auf anderen nicht. Die Hauptprotagonistin fand ich sympathisch, gerade auch in der ersten Hälfte des Films. Aber als es dann in die zweite Hälfte ging und sie so ein bisschen ihre eigene Identität rausarbeitete und dann auch gar kein Problem damit hatte, links und rechts Leute umzulegen, was irgendwie nicht zu dem passte, was wir am Anfang gesehen haben, und auch nicht so wirklich begründet und im Charakter verortet wurde, es wurde einfach, ja, for laughs, also es wurde einfach für Lacher sozusagen gespielt im Film, und mir fehlte so ein bisschen die charakterliche Unterfütterung. Warum macht die das jetzt? Ich meine, dass sie es macht, ist klar. Man kann das aus den Umständen heraus auch verstehen, warum sie jetzt links und rechts plötzlich Leute erledigt, aber das ist charakterlich zu unterfüttern und diese ja doch ziemlich drastische Gemütswandlung von ihr, um mir als Sympathisant des Charakters in der ersten Filmhälfte klarzumachen, das ist Zelda Williams aus meiner Sicht vom Drehbuch her und von der Inszenierung tatsächlich auch nicht gelungen, denn ein weiteres Problem ist, dass die Comedy und die Horrorelemente nicht wirklich eine homogene Mischung eingehen in diesem Film. Das ist auch ein Teil des Problems. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die stehen nebeneinander, aber sie verbinden sich nicht homogen. Manchmal canceln sie sich sogar aus. Dann sind Drama-Elemente mit drin, dann sind auch ernstere Elemente mit drin, und das alles steht nebeneinander und ergibt jetzt keinen absolut schlechten Film. Ich will das nicht falsch verstanden wissen, aber es funktioniert auch nicht so richtig. Es liegt vielleicht daran, dass die Dialoge nicht genug in die Tiefe gehen, die Charaktere sind nicht ausgestaltet genug, sondern bleiben trotz der auch dramatischen Inhalte leider zu sehr an der Oberfläche für meinen Geschmack. Und der 80s-Vibe, der wirklich Spaß macht,
bleibt auch so ein bisschen nur an der Oberfläche. Also da hätte man auch inhaltlich, finde ich, mehr mitmachen können, was natürlich nicht nur der Inszenierung, sondern natürlich auch dem Drehbuch ein bisschen geschuldet ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr rumkommt und ich hätte mir gewünscht, meine Sympathie für den Lisa-Charakter, die ich in der ersten Hälfte des Films noch hatte, über den ganzen Film bewahren zu können. Aber so gegen Ende war sie mir, nervte sie mich ehrlich gesagt ein bisschen. Und ich verstand ihre Motive nicht so ganz. Also ich verstand einen Teil ihrer Motive, aber ich verstand nicht alle ihre Motive. Und warum sie in der Drastigkeit, also in der Heftigkeit das tut, was sie halt tut in der zweiten Filmhälfte, ohne euch jetzt spoilern zu wollen, hat mich persönlich nicht überzeugt. Ich konnte mich da an den Charakter nicht mehr andocken. Und das hat mir den Film jetzt nicht völlig verleidet. Ich war gut unterhalten und fand ihn jetzt auch keinen Totalversagen. Aber das hat dafür gesorgt, dass ich leicht enttäuscht aus dem Film rausging und mir da ein bisschen mehr gewünscht hätte. Aber es war erst die erste Regiearbeit von Zelda Williams. Da kommt vielleicht noch mehr. Vielleicht kann man da noch ein paar Sachen ausbügeln in den nächsten Projekten. Ich werde auf jeden Fall sie gerne im Auge behalten und auch wenn dieser Frankenstein weit davon entfernt war, aus meiner Sicht perfekt zu sein, glaube ich persönlich, dass das wirklich kein schlechter Film ist, den kann man sich ansehen. Man sollte nur nicht wie ich mit zu hohen Erwartungen daran gehen. Okay, naja. So, wir kommen zur letzten Sichtung für dieses spezielle Video. Und das ist etwas, was ich lange vor mir hergeschoben habe, liebe Leute. Eieiei. Ich rede von Yorgos Lanthimos' Poor Things. Direkt bevor ich Poor Things gesehen habe, habe ich The Favourite angefangen und abgebrochen, weil es mir dann doch zu absurd und eklig wurde. Also auf eine Art absurd, die dann für mich dann doch nicht so funktionierte. Und Poor Things hat ein ähnliches Problem. Im Grunde ist es eine Frankenstein-Geschichte mit Emma Stone halt als Titelfigur in der Rolle der Titel, der nicht der Titel, sondern in der Hauptrolle. Und Willem Dafoe als ihr Schöpfer und natürlich auch Mark Ruffalo als schmieriger Gentleman, der versucht, seinen Vorteil aus ihr und der Verbindung mit ihr herauszuschlagen. Ich sage mal so, der Film, ich habe da seinerzeit ein Reaction-Video auf den Trailer gemacht, weil ich den Stil so interessant fand. Und der Film sieht auch wirklich großartig aus. Er ist toll in Szene gesetzt, toll konstruiert. Die Sets sind teilweise atemberaubend in ihrer zwar Künstlichkeit, aber in ihrer stilisierten Überhöhtheit. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Willem Dafoes Rolle ist klasse. Überhaupt alle beteiligten Schauspieler liefern einen großartigen Job ab. Da gibt es kein schwaches Glied in der Kette. Ja, aber wenn ich jetzt sage schwaches Glied, komme ich zu einem weiteren Problem. Der Film verlangt einem als Zuschauer schon einiges ab. Und zwar nicht nur, weil der Stoff sperrig ist. Und der Film, gerade auch in der zweiten Hälfte, wenn es so um die Coming of Age und die Selbstfindung dieser künstlich zum Leben erweckten Frau geht, da gibt es ein paar Sachen, die schon schwierig und langatmig sind. Und dann enthält der Film auch noch sehr viele, ich sag mal, rote Ohren-Szenen, wo die Titelheldin bzw. die Hauptheldin sich körperlich mit diversen Männern, ich sag mal, verlustiert. Und das ist auf eine Weise inszeniert. Das ist bei Yorgos Lanthimos etwas, was ich schon in The Favourite gesehen habe, weswegen ich den Film auch damals abgebrochen habe. Es hat mich einfach nicht so sehr abgeholt. Das ist etwas, was bei Poor Things eine ganz große Rolle spielt. Und ich hatte so ein bisschen das Problem, dass diese ganzen Sexszenen, die sie drin haben, die sind natürlich Teil des Plots. Die bringen den Plot teilweise voran, aber verlangsamen auch gleichzeitig die Handlung und führen dazu, dass ein paar Dinge, die ich gern mehr gesehen hätte im Film, nämlich dass sie anfängt, dass die Heldin anfängt, die so ein bisschen als großes Kind anfängt mit dem Gehirn, mit einem nicht entwickelten Gehirn und erst im Laufe des Films fähig wird, tiefer zu denken und sich mit verschiedenen Dingen gedanklich zu beschäftigen. Davon hätte ich gern mehr gesehen. Stattdessen kriegen wir sehr, sehr viele Sexszenen, die den Plot stellenweise für meinen Begriff auch so ein bisschen stoppen und stellenweise ein bisschen ausufern. Ich fühle mich da manchmal so ein bisschen wie der arme Arzt am Ende von Luc Bessons Das fünfte Element. They're not ready. They need 5 more minutes. Ja, und wenn ihr das jetzt seht, dann wisst ihr vielleicht, wo mein Problem ist. Ich habe ja kein Problem, mir das anzugucken, aber es muss im Plot auch irgendwie mal vorwärts gehen. Und das hat mir einfach
Es war auf eine Weise inszeniert, die stellenweise zwischen absurd und eklig variierte und gleichzeitig den Plot nicht wirklich voranbrachte. Und das hat in der zweiten Hälfte dafür gesorgt, dass die Immersion und die emotionelle Investiertheit, die ich am Anfang noch hatte, dann ziemlich flöten ging. Und gegen Ende, muss ich sagen, habe ich Poor Things eigentlich nur zu Ende geguckt, um jetzt mit euch drüber reden zu können und zu sagen, hey, ich habe den Film gesehen, ich hatte nicht wirklich Spaß an der zweiten Hälfte und den dann zu Ende zu bringen. Vor allem, weil so auch so ein paar Self-Awareness-Sachen und ein paar Coming-of-Age-Sachen und ein paar Botschaften dann auch ein bisschen für meinen Geschmack zu sehr mit dem Holzhammer eingebranzt werden. Aber gut, das ist natürlich immer Geschmackssache an der Stelle. Wo stehe ich jetzt am Schluss mit Poor Things, nachdem ich diese Probleme hatte? Nachdem ich aber auch diese Dinge hatte, die ich gut fand an dem Film, die habe ich ja schon erläutert. Am Schluss muss ich sagen, es war ein interessantes Experiment. Ich bereue es jetzt nicht, ihn nachgeholt zu haben. Genau wie ich es auch nicht bereue, The Favourite angefangen zu haben, aber da war mir meine Zeit dann auch irgendwie zu schade. Poor Things habe ich tatsächlich beendet. Ich habe ihn physisch in der Sammlung. Ich wollte ihn dann auch zu Ende gucken. Aber ich habe das Gefühl, dass Yorgos Lanthimos, und ich weiß, er hat Fans da draußen und das ist 100% gerechtfertigt. Ich glaube, der Mann ist ein großartiger Filmemacher. Aber er trifft nicht meinen Geschmack und nicht den Ton, bei dem ich mich beim Sehen wohlfühle. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich bei Yorgos Lanthimos in nächster Zeit eine Werkschau veranstalten und mir mehrere Sachen von ihm anschauen werde. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr kennt seine Filme und sagt, Movie Seeker, den Film von Yorgos Lanthimos musst du unbedingt gesehen haben, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin grundsätzlich zu Experimenten bereit, aber schon sehr vorsichtig geworden, nachdem ich Poor Things jetzt beendet habe. Und ja, also das hat sich schon allein wegen seiner Andersartigkeit und wegen seinem Willen, inszenatorisch Neues zu machen, gelohnt. Und er hat auch wirklich ein paar wirklich super witzige und auch nachdenkliche Szenen drin, die teilweise in derselben Szene stattfinden. Mark Ruffalos Charakter ist unglaublich unterhaltsam. Also da gibt es schon Dinge zu mögen. Aber insgesamt hat er mich so nicht abgeholt, wie ich mir das gewünscht habe. Trotzdem bereue ich die Sichtung nicht, muss aber jeden warnen, der da ein bisschen was erwartet, was ein bisschen mehr straightforward ist. Ich glaube, Yorgos Lanthimos macht eine ganz bestimmte Art von Film und ich respektiere ihn dafür, aber ich glaube, das sind nicht meine Filme. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Das waren meine Gedanken dann auch zu Poor Things und damit endet jetzt auch dieses Filme, die ich nachgeholt habe, Video. Wie gesagt, noch einmal die Bitte, schreibt mir bitte in die Kommentare, soll das nächste Filme, die ich nachgeholt habe, Thema innerhalb eines Solo-Livestreams verhandelt oder in einem Video aufbereitet werden. Ich wäre grundsätzlich zu beiden bereit und ich wäre gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn da keiner was zu sagt, dann entscheide ich das einfach irgendwie selbst. Aber ja, ich bin wie immer gespannt darauf, was ihr nicht nur zu diesem Thema sagt, sondern auch zu den Filmen, die ich heute vorgestellt habe. Sagt mir mal, was euch davon gefällt, was ihr euch vielleicht angucken wollt, wovon ich euch vielleicht jetzt auch abgeschreckt habe. Wie auch immer, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage natürlich wie immer am Ende, keep seeking.